Hey, Mann, was draußen? Ich bin's Jan von Bei Snyder. Willkommen zu einem neuen Videokanal. Heute habe ich was sehr cooles für euch, und zwar wieder Frauen-WM-Sticker von Panini. Ich habe euch die ja schon mal kurz vorgestellt. Die Frauen-WM ist ja jetzt mittlerweile am Laufen. Und ja, Panini hat dazu eine Panini-Sticker-Serie herausgebracht. Und ich habe heute ein besonderes Bundle für euch am Start, weil ich euch präsentieren möchte. Und zwar ist es das Hardcover-Album. Dieses gab es in limitierte Stückzahl zu 333 Stück gab es da nur und ja, exklusiv im Panini Online-Shop. Sehr, sehr cool. Panini geht nämlich, also da muss ich wirklich ein großes Lob an Panini Deutschland speziell rausgeben für das, was wir hier sehen. Und zwar einmal hier dieses Hardcover-Album. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es das auch international gab oder ob es halt nur diese 333 generell gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch sonst gab, aber zusätzlich haben wir nämlich in diesem Bundle ein komplettes Display hier. Die gab es, glaube ich, auch, diese 100er Displays, sind 100er Displays. Die gibt es, glaube ich, auch nur im Panini Online Shop. Deswegen steht hier auch kein Preis dran. Ansonsten, ich glaube, im freien Handel sind die, glaube ich, 50 drin. Da bin ich mir gar nicht sicher. Und 20 extra Päckchen, das heißt 120 Päckchen. Sehr, sehr nice. Da werden wir auch gleich einige von öffnen. Und dann sehr, sehr nice haben wir noch eins der DFB Frauen Trading Card Packs. Da habe ich euch ja auch schon diese Päckchen vorgestellt. Oben in der Infokarte findet ihr ein Video, wo ich nur fünf Päckchen nur von der Serie geöffnet habe. Die gab es auch in einem Bundle. Ich link euch mal das Bundle der Frauenkarten in die Infobeschreibung. Ich weiß gar nicht, ob es da noch ein paar gibt. Wahrscheinlich nicht mehr viele, wenn es noch verfügbar ist. Das Hardcover-Bundle, was ich euch jetzt präsentiere, kann ich euch trotzdem auch mal verlinken, aber das ist leider schon ausverkauft. Also das könnt ihr jetzt leider nicht mehr nach diesem Video euch holen. Aber ja, ich will euch das hier präsentieren, aber besonders diese Trading Cards sind der Grund, warum ich sage, dass Panini Deutschland wirklich ein Lob verdient hat, weil das sind Deutschland-exklusive Karten. Die haben da ein Team sitzen, die sich sehr, ja, sehr mit Herzen da sind und diese Serien ja, erstellen und organisieren und ja, rausbringen. Das ist alles nochmal sehr viel extra Arbeit und sehr viel, ja, extra Liebe zum Hobby, sag ich mal so. Deswegen, wir werden gleich ein paar Sticker-Päckchen öffnen, das Päckchen auch noch öffnen, mal schauen, was wir da drin bekommen. Das letzte Mal hatten wir sehr, sehr viel Glück. Ich hoffe, es geht so weiter. Das Display lasse ich jetzt mal zu, weil wir haben ja die anderen Extra-Päckchen noch, und ich würde sagen, das Album hier, das nehme ich nicht einfach so, sondern das ist hier in Plastik nochmal eingeschweißt, damit es auch sehr gut geschützt ist. Und ja, ich mache mal das Plastik ab, vorsichtig. Schneide es hier in eine Ecke ein und mache das dann jetzt auf. Und ja, wir hatten ja bei der Herren-WM, hatte ich euch ja schon diese limitierte Gold-Version gezeigt. Das war auch ein sehr cooles Ding, was Panini Deutschland damals organisiert hat. Und ja, jetzt haben wir hier dieses Album. Das ist einfach sehr, sehr cool. Ich denke, wenn ich das ein bisschen hier im Licht halte, dann seht ihr, glaube ich, da gibt es einige goldene Elemente hier. Beyond Greatness ist so gold foliert extra. Und hier oben auch das WM-Logo AUNZ für Australien, Neuseeland 2023. Hier unten haben wir die ganzen teilnehmenden Nationen auch mit so einer Goldfolie als Rand. Sehr, sehr cool. Dann hier an der Seite auch wieder in Gold. Hier Sticker-Album. Ich glaube, das sieht man auch gut im Licht. Sticker-Album FIFA Women's World Cup. Panini. Und dann hinten sieht das Ganze so aus. Also an sich natürlich, das sieht das Album aus wie das normale halt auch. Aber ja, das Ganze als Hardcover noch ein bisschen hochwertiger. Hier steht es auch paninishop.de. Folgt uns panini.de. Deswegen unbedingt folgen. Das Ganze hier in Italien produziert, aber ihr seht es ja, paninishop.de steht drauf. Das Ganze für den deutschen Markt exklusiv. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, bei den Hardcover-Album, ich bin mir nicht sicher, ob es das international auch gibt. Irgendwie in einer anderen Edition. Aber das hier ist extra für den deutschen Markt in limitierter Variante. Das ist sehr, sehr cool. Und hier, das ist auch nice. Ein exklusives Hardcover, noch ein Dankeswort. Also das ist ja cool. Herzlichen Glückwunsch, du hast nur ein exklusives Hardcover-Album der Panini-Sticker-Kollektion zum FIFA World Cup
in deinem Besitz. Dein Album trägt die einzigartige Nummer 285 von insgesamt 33 in dieser besonderen Edition produzierten Album, dein Panini-Team. Das ist sehr, sehr cool. Ich hatte nämlich auch gelesen gehabt im Panini-Shop, dass da stand, die Alben werden alle einzeln nummeriert. Ich habe jetzt draußen habe ich keine Nummerierung gesehen. Das wäre natürlich auch cool gewesen, irgendwie in so einer Goldfolie und so. So ähnlich war es ja bei den Herren. Da war, glaube ich, draußen Nummerierung. Hier ist das, also ich habe jetzt zumindest keine gesehen, vielleicht habe ich die übersehen, aber hier drinnen auf der ersten Seite ist da die Nummerierung. Nummer 285 von 333. Das ist natürlich sehr cool. Das macht das Ganze nochmal, ja, sehr besonders. Und ja, ansonsten, wenn wir halt loslegen, haben wir halt ja, das normale Album. Ich habe euch das ja schon gezeigt, deswegen muss ich das jetzt nicht komplett durchgehen. Ich, wie gesagt, das ist auch das erste Mal, dass ich sehe, weil es war ja eben eingeschweißt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich das auch so sehe, dass es einfach ja, so ist wie das normale. Ihr kennt ja auch von anderen Serien mit Sicherheit, wenn ihr unseren Kanal ein bisschen verfolgt, von allen möglichen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und so weiter. Diese Hardcover-Alben, das ist ja im Prinzip, ja, das ist halt ein Hardcover-Album, das heißt, ihr habt das ein bisschen höhere Qualität, ein bisschen hochwertiger, aber am Ende des Tages bleibt es trotzdem das Sammelalbum von der gleichen Serie. Und ja, sehr, sehr cool. Jetzt kann ich auch endlich meine ganzen anderen Sticker, die ich schon geöffnet habe und schon sortiert habe, kann ich jetzt einkleben. Es wird auf jeden Fall auch noch ein Video kommen, wo ich euch dieses Album hier, 285 von 333, nochmal mit allen Stickern drin zeige. Ich hoffe, dass ich alles zusammenbekomme. Es fehlen noch einige, aber daran arbeiten wir jetzt heute. Deswegen, ich habe ja einige Päckchen. Ich hole mal ein paar raus. Die hier öffnen wir jetzt noch. Dann noch das DFB-Frauen-Pack und dann, ja, das hier aber auch normale Päckchen. Und ja, schauen wir mal, wen wir hier so bekommen von den Spanierinnen. Maria Mendes. Wobei, ich glaube, ich lese jetzt nicht jede Name vor. Hier die Neuseelerin, die am Anfang gleich bekommen haben. Und die Codes zeige ich euch natürlich auch. Schnellste von euch kann die Codes in der App einlösen und dann die digitalen Sticker sammeln. Hier. Aber wir schauen natürlich, ich hoffe, wir bekommen die eine oder andere deutsche Spielerin. Und dann gleich das DFB-Frauen-Kartenset, das Pack, das ist das Wichtigste. Das Entscheidende, beziehungsweise nicht das Wichtigste, aber das Entscheidendste. Hier Logo und dann Alexandra Popp ist die erste Deutsche. Sehr cool. Und ich glaube, wir haben noch ein Logo. Nee, wir haben Beyond Greatness Linda Caicedo für Kolumbien. Auch sehr cool. Also zwei Glitzernde in einem Päckchen und eine Deutsche. Beverly Arias. Und wie immer, ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, wie weit ihr schon mit eurem Album seid. Habt ihr es vielleicht auch schon voll? Was heißt auch schon, aber wir haben es ja noch nicht voll. Aber habt ihr schon voll oder fehlen euch noch welche? Ihr könnt es auch gerne auf Instagram schreiben, @BuddiesUnited. Da lohnt es sich sowieso immer zu folgen. Besonders bei so bestimmten Deals wie jetzt dieses Bundle, wie gesagt, das ist halt jetzt schon leider schon ausverkauft. Gab es halt nur in einer geringen Stückzahl. Ja, hier die zweite Deutsche. Aber wenn ihr auf uns Instagram folgt, dann bekommt ihr immer auch von solchen Deals und solchen besonderen Produkten und irgendwelchen Angeboten und so weiter auch oder neuen Serien auch immer schnell mit. Und generell auf Instagram könnt ihr uns immer gerne folgen. Da nehmen wir euch auch ein bisschen mit, wenn wir irgendwie unterwegs sind, wenn wir irgendwas Besonderes ziehen. Und ja, also besonders die Stories sind, glaube ich, wertvoll. Posten müsste ich auch bald. Also ich habe vor, bald mal wieder mehr von unserer Kartensammlung zu posten, mehr Bilder. Aber es ist dann immer schwer, weil wenn wir dann irgendwie Pack-Opening machen, dann will ich nicht gleich sie posten, weil dann sieht man vielleicht erstmal die Karte und dann nicht mehr. Dann lohnt es ja nicht mal das. Dann muss man ja nicht mal. Beziehungsweise hat Spoiler fürs Video. Aber ja. Das ist nur eine Empfehlung. So, das waren jetzt ein paar Päckchen. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich habe noch andere Videos dazu. Die ganze Playlist zur Frauen-WM findet ihr oben in der Infokarte. Und ja, wie gesagt, und es werden auch noch mehr Folgen kommen. Mehr Videos. Und dann, wie gesagt, spätestens, wenn das Album voll ist, kommt ein Video. Jetzt haben wir noch dieses DFB-Frauen-Trading-Cards-Set.
und Päckchen. Das ist ein einzelnes Päckchen. Gibt es auch nur in limitierter Stückzahl, denn in jedem Päckchen ist eine Parallel drin. Das Ganze steht hier auch irgendwo drin. Hier. Eine Parallel, die zu maximal 99 nummeriert ist. Und in jedem zweiten Päckchen ein Autogramm. Wir haben ja, wie gesagt, ein anderes Video, hatten wir schon 5 Päckchen von denen geöffnet. Da hatten wir ultra viel Glück. Deswegen, ich habe gar keine Ansprüche oder so. Oder keine Ahnung, ich male mir da nichts aus. Ich bin einfach gespannt, was wir so bekommen. Und nehme mit, was wir da bekommen. Weil, wie gesagt, das letzte Mal hatten wir ultra viel Glück. Und ich glaube... Nee, ich glaube, wir haben diesmal kein Autogramm. Das heißt, nur eine Parallel. Aber das könnte bedeuten, dass wir ein... ja, tatsächlich. Also wir haben kein Autogramm, denn in jedem Päckchen sind, boah, ich will jetzt nichts falsch sagen. Wie viel? Ich glaube 23 Basiskarten. 23 oder 24. Oh, steht jetzt gar nicht drauf. Also in jedem Päckchen sind, glaube ich, 23 Basiskarten oder 24, die halt das Set hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und dann noch 2 extra Karten. Das ist entweder eine Parallel und ein Autogramm oder ein Parallel und diese weiße Karte. Und ja, ich bin mal gespannt. Autogramm haben wir halt nicht wegen dem, aber wir können jetzt noch eine coole Parallel ziehen. Jetzt eine One of One wäre geil. Boah. Wenn ihr das andere Video geguckt habt, ich will unbedingt, also Laura Freigang wäre so die Spielerin, die ich am liebsten ziehen würde, aber vom Namen her natürlich Lena Oberdorf, einer der besten Spielerinnen der Welt, oder auch mit Jule Brandt, einer der, oder ich glaube, die wurde ja sogar ausgezeichnet zur besten jungen Spielerin. Und, wir haben was Rotes. Und es ist Lina Magul zu 99 und dann hinter leider nur die Base-Variante von Lena Oberdorf. Also, heute nicht super viel Glück. Lina Magul ist aber eine gute Spielerin. Aber zu 99 ist halt die höchste Nummerierung, deswegen in dem Sinne hätte das definitiv besser sein können. Aber trotzdem sehr coole Sets, sehr coole Karten und die Päckchen, wie gesagt, da gab es hier zu den 333 Hardcover Bundles gab es jeweils ein Päckchen und ihr könnt noch das andere Bundle, also es gibt so ein extra Bundle, da könnt ihr diese Päckchen gratis dazu bekommen und das verlinke ich euch in der Infobeschreibung, in der Videobeschreibung. Erster Link bringt euch zu dem Bundle, wo ihr auch diese Karten bekommen könnt. Wie gesagt, ich glaube, es gibt noch ein paar. Es kann sein, wenn die ausverkauft sind, dann geht ihr halt auf die Seite und dann ist es ausverkauft. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, das war unser Pack. Wir gehen trotzdem nochmal die anderen Karten durch, vielleicht, damit wir noch nichts übersehen. Aber wie gesagt, die Autogramme, die glänzen auch und deswegen sieht man die eigentlich relativ schnell. Das heißt, wenn ihr hier ein bisschen das aufmacht, dann seht ihr irgendwas, ist schon so ein Holo-Rand, dann wisst ihr, das ist ein Autogramm. Und die Parallels, die haben hier so einen schwarzen Rand. Ich glaube, die haben alle einen schwarzen Rand. Und dann halt, glänzen aber auch, deswegen sehr, sehr cool. Und die Karten sind tatsächlich, hier hinten steht durch Made in Germany. Das heißt, die sind wirklich halt von Panini in Deutschland produziert. Sehen phänomenal geil aus, also sehr, sehr cool. Und sehr, sehr nice. Lina Magul, gute Spielerin, leider zu 99 und nicht niedriger. Aber ja, ich glaube, ja. So, das war's von mir an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, gebt einen Daumen nach oben, abonniert nicht vergessen, falls ihr neu seid. An der Stelle natürlich auch wie immer ein großes Dankeschön an Panini, die dieses Video erst ermöglicht haben. Vielen Dank für die Sticker, vielen Dank für das Bundle. Und dann war's das von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Snighted. Ciao, ciao.